Moin, ihr Freunde, herzlich willkommen zurück beim Skischamsack, Folge Nummer 97, Standardbesetzung Bombay Fay, meine Wenigkeit und heute mal wieder einen neuen Tabak für euch. Und zwar hatten wir lange nicht mehr gehabt, glaube ich, Hukain. Und zwar eine ganz neue Sorte, Asphalt Manta Erotik. Sehr gehypt. Angegeben mit Maracuja, Orange und Pfirsich. 16,90 für 200 Gramm. Interessante Zusammensetzung. Maracuja in Tabaks bin ich überhaupt kein Fan von. Jo, stimmt, ey. Absolut gar nicht. Ich find's voll eklig. Boah, find ich doch scheiße, stimmt. Aber Orange Pfirsich klingt nett. Ich hoffe, die Maracuja hält sich so im Hintergrund auf. Ich würde sagen, das werden wir gleich herausfinden. Ja, genau. Wir nehmen hier erstmal eine Nase. Ich grätsch mal kurz rein. Ich finde den Schnitt miserabel. Da sind so viele Stöcker ehrlich. Und Strunk mit drin. Also den finde ich echt nicht so gut. Ja, wenn man riecht, riecht man eigentlich sofort die Maracuja. Findest du? Doch, man merkt die, ja. Aber ich finde wie diese Apfelringe als Pfirsich. Ja, ja, genau. Ich finde, du riechst nämlich primär Pfirsich. So Frucht, ich sag mal so Frucht, dieses Fruchtgummi, aber du merkst halt diese Maracuja. Genau, Ja, genau. Wenn man davon gezeichnet ist, dann merkst du ja noch was. Aber es riecht eigentlich krass fruchtig, richtig exotisch. Also riecht nicht schlecht, das schreckt jetzt nicht ab. Ja, ja. Ich bin gespannt. Riecht eigentlich echt gut. Ja, dann lass uns ersten Zug nehmen. Ich bin einfach nicht enttäuscht. Ich auch nicht. Ich wollte keinen Nerv drauf. Da habe ich heute auch keine Kraft für, ey. Ich hatte gerade die Hoffnung, dass die Maracuja sich im Hintergrund hält, aber ich würde sagen, ist so der Hauptdarsteller. Findest du? Schon. Ja, ich finde, also ich merke die auf jeden Fall aus. Ich finde, man merkt die, aber ich finde, der Hauptdarsteller ist Pfirsich. Echt? Jo. Ich habe immer sofort einen Pfirsich-Film. Nach dem Zug von dem Tag habe ich sofort einen Pfirsich-Film auf der Zunge. Boah, ich habe direkt diese eklige, saure Maracuja. Ja, Mann, genau das. Boah, schwierig, ey. Ich hasse Maracuja einfach, ja, so, ne? Also, pass auf, dann lass uns erstmal. Man kann aber relativ angenehm ziehen. Jetzt mal abgesehen vom Zug. Ja, Geschmack. Also zum Zug her, super. Der ging auch richtig schnell an. In der Chim, der Rauch ist auch super, kannst du nichts gegen sagen. Rauch finde ich jetzt nicht so übertrieben krass, oder? Ich finde, der könnte dichter sein. Ja, wir hatten schon einen dichteren, sag ich mal so. Ja, der ist nicht schlecht, also. Ja, nicht schlecht, aber der ist jetzt nicht so heftig. Nein, also ist nicht so super, wie er jetzt das Wort hergibt. Also. Es gibt im Sinne von, ist alles in Ordnung, ist erfüllt. Genau, ist auf jeden Fall ganz okay. Ja, Geschmack, der sieht nicht so gut aus zu meiner Linken. Also, wenn ihr Maracuja mögt, dann holt euch den auf jeden Fall. Die kommt schon stark zur Geltung. Aber noch das Orange, Orange und Pfirsich. Also Orange ist gar nicht da. Orange ist unsichtbar, ja. So, also, über Pfirsich kann man noch debattieren, aber so die Orange... Die ist einfach lost. Ne? Die ist lost. Also ich hab irgendwie mehr Pfirsich. Ich hatte so ein, zwei Momente, wo du meinst es hier mit, du hast so einen kleinen Film auf der Zunge, aber der wird dann einfach instant von der Maracuja schon wieder zerstört. Okay. Also da ist die Skrupel los. Ja, die ist halt einfach omnipräsent, ne? Die ist mega dominant. So, die ist da, wenn du ziehst, die ist da, wenn du nicht ziehst. Die ist einfach immer da. Die ist da, wenn du gleich nach Hause fährst. Ist ehrlich. So, sie sitzt da auf dem... Die ist so anders. Aber schmeckt die im Tabak so, wie die in echt schmeckt, Maracuja? Boah. Ewig keine Maracuja. Die sind halt schon so sauer. Also, hab ich überhaupt schon mal in meinem Leben eine Maracuja gegessen? Also so? Wie isst man die? Beiß mal rein. Keine Ahnung. Ich glaube ich Kerne, oder? Weißt du, was eigentlich richtig schlimm ist, dass man so Früchte viel mehr aus dem Shisha-Tabak kennt, als wirklich als Frucht. Ja, aber das ist halt live auf Shisha rauf, ey. Ja. Boah, Pfirsich kommt bei mir. Nee. So gut wie gar nicht durch, ne? Also ich muss mich Team One schließen, wenn man auf Maracuja steht, dann ist der auf jeden Fall okay. Genau, zum Pfirsich kannst du nur sagen, stets bemüht. Ja. Da drückt er, glaube ich, ein bisschen aus. Genau. Ja. Aber kann halt auch sein, du magst ja Maracuja, ne? Ich habe nichts dagegen. Okay. Vielleicht merkst du deswegen nicht ganz so krass, weil wenn man irgendwas eklig findet, merkt man halt immer, und also ist man sensibler dafür. Das ist nämlich bei mir das Ding bei Pfirsich. Ich habe in letzter Zeit eine Abneigung gegen Pfirsich im Shisha-Tabak entwickelt. Mag ich überhaupt nicht mehr so wie früher. Und deshalb habe ich krassen Pfirsich-Film hier. Ja, genau. Und das missfällt mir halt so ein bisschen, ey. Also wie der schmecken, wie der riecht, wäre der, glaube ich, ganz interessant. Ja. Aber der riecht aber gar, diese also Maracuja, gar nicht. Die verstumpft generell. Ich glaube, jeden Tabak hat den Geschmack versaut. Die kommt einfach und tötet alles. Ja, tötet wirklich den Geschmack von allen anderen Zutaten. Ich will auch beim Riechen, hast du wenigstens noch so ein bisschen Orange drin, oder? Jo, zeig mal. Riechen tut der eigentlich ganz nice. Tut der anders als der Schweiß. So richtig fruchtig. Ja, mega geil. Wäre alles da drin. Boah, ich weiß noch genau, war das vor ein, zwei Wochen. Du hast gesagt, so guck mal hier den Tabak. Maracuja. Von unserem Maracuja. Ich glaube, der wird nicht gut. Was soll ich sagen? Ich weiß ja immer nie, wie so die Zusammenmischung ist, also so die prozentualen Anteile. Ne? Ich glaube, wenn man so einen Maracuja-Tabak macht, dann oder halt so einen Pfirsich-Maracuja und Orange-Tabak, keine Ahnung,
muss so Orange, Pfirsich vielleicht ein bisschen höher sein. Ja, genau. Weil die Maracuja einfach viel überdeckt. Ja, ja. Ne? Ich frage mich ja auch zum Beispiel, wenn die Angaben generell sind. Was war als erstes angegeben? Orange. Nee, Maracuja. Maracuja. Ob dann wirklich ja, okay. Das erste, was angegeben ist, immer so das... Glaube ich. Die Hauptnote genau, ist so. Genau, glaube ich eigentlich nicht. Die glaub machen ich. Einfach irgendwie, ne? Ja, ja, die schreiben das irgendwie. Ich glaube fast, die haben vorgefertigte Behälter, wo genau 33, 33, 33 ist. Weißt du, ein Drittel jeweils und fertig. So. Also glaub, weiß ich nicht. Und ich glaube auch noch viel weniger, dass sie das hinterher abstimmen, weil sonst bei so einem Tabak würdest du dich eigentlich hinsetzen und sagen, okay, der schmeckt viel zu sehr nach Maracuja, ich mach nochmal mehr Orange rein, weniger Maracuja oder die so. Hauen so. Einfach ja, raus, die, ne? Ja, die hauen einfach raus, die releasen einfach. Gibt so keine Qualitätskontrolle oder so. Ne, nee, ich glaube ehrlich, die haben vielleicht ihre Meetings, da sagen die, jo, wir machen Tabak, machen das rein, das rein, das rein, haben so die prozentualen Anteile, aber so im Endprodukt, ob man das wirklich testet, keine Ahnung. Ja, Meeting, die haben einen WhatsApp-Chat-Verlauf. Ja, ja, das ja. Also glaube ich nicht, dass die so viel Sorgfalt da reinpacken. Aber wir können festhalten, also der schmeckt am stärksten nach Maracuja, dann Pfirsich, Orange tot. Ja, Raucherstufe, also grün würde ich ihm auf gar keinen Fall geben. Gar keinen Fall. Der, ja, gelb, rot würde ich jetzt auch nicht geben. Der drückt auch nicht oder so. Nee, also das nicht. Kratzen tut er nicht, drücken tut er nicht. Er lässt sich eigentlich angenehm ziehen. Also muss jetzt nicht krass heftig ziehen. Aber die Maracuja, die ist halt schon ein dominanter Geschmack. Deswegen sollte vielleicht nicht der erste Tabak sein. Nee, genau. Also gelb einfach. Kaufempfehlung. Wenn man Maracuja mag, wahrscheinlich ja. Ich persönlich würde aber keine geben, weil ich mir den nicht nochmal holen würde. Also ich will mir auf gar keinen Fall holen. Ich muss so ganz ehrlich sagen, ich würd allgemein keine geben, weil es gibt einfach bessere Fruchttabaks. Keine Ahnung. Ja, aber auch also. So, guck mal, Maracuja ist wieder so eine Note, keiner geht jetzt im Shisha-Laden und sagt, ich will richtig geilen Maracuja-Tabak, was hast du da? So, gibt ja auch, ich glaube, Maracuja pur, gibt es sowas? Wenn ja, nee, ich glaub, das mein ist Beileid so für den Minus, den man macht. Ist, und der, weißt du, wen der mich erinnert? An Beach Passion von Genie. Der war Maracuja ja. Mango. Ja, also zusammenfassend, Kaufempfehlung. Ich sag nein. Also ich würde ehrlich, ich würde auch keine geben, so oder so nicht. Also keine Kaufempfehlung. Nee, nicht. Nee, krieg den nicht. Bewertung. Mein Limit ist 2. Hab ich auch gedacht. Also ja gut, ihr seid halt jetzt krass, ne? Also mit der, weil ihr Maracuja nicht mögt. Ja, aber du kannst doch nicht 4 Sterne geben und sagen, keine Kaufempfehlung. 4 Sterne würde er auf gar keinen Fall kriegen. Ich hätte vielleicht nur 3 gegeben. Boah, ja, aber da weiß ich nicht. Weil nee, also der Rauch haut mich jetzt nicht um, weil der war nicht richtig krass dick. Der war halt okay. Der Schnitt war scheiße. Ja, das stimmt. So, das stimmt. Also, das, was er macht, macht er halt auch nicht wirklich krass. Nein. So, ja, und dann hast du halt einfach nur Maracuja, gar keine Orange. Ja, Pfirsich. Im Prinzip sagt Pfirsich Maracuja. Ja, genau. Orange kommt gar nicht durch. Deswegen, keine Ahnung, also irgendwie alles, was angegeben ist oder alles, was geplant war, war nicht so da wie. Ich mir erhofft habe, wie man sich das vorstellt. Wir haben schon, glaube ich, so viel Tabaks und 3-Sterne-Bewertungen gegeben, die eine Kaufempfehlung haben. Ja, Mann. Also und den jetzt dann wirklich mit gleichzusetzen, der dann keine Kaufempfehlung kriegt. Dann der Schnitt, der war ja desaströs, das hast du ja dann angesprochen. Ja, das finde ich wirklich. Ja. Und die Maracuja ist einfach so krass penetrant, ne? Also, aber ich sag mal, ich weiß nicht. Ja, die Maracuja-Fans, ich meine, wir äußern ja nur unsere Meinung, ne? Ja, die ja, Meinungen sind ja schon immer halt subjektiv, was man halt mag. Aber wir sagen ja auch, wenn wir keinen Maracuja mögen oder so, oder Lakritz, sagen wir das ja immer schon im Vorfeld. Ja, ne? Ja. Und ich glaube, früher haben wir nicht auch mal Maracuja-Tabak geraucht? Einfach mal so zu Hause? The Beach Passion. Den Beach Passion. Einfach mal so zwischendurch oder so. Beach Passion, haben wir auch mal geraucht, ne? Ja. Und da komme ich dann, ich meine, ich finde es dann nicht geil, aber dann, wenn er drumherum gut gemacht ist, kommt man auch mit Maracuja-Tabak mal klar. Halt so, weißt genau. Du, genau. Aber der gibt mir gar nichts. Nein. Und ich würde wieder heruntergehen von 2 Sternen, wenn ich gerade darüber rede. Also ich bleib bei 2, ich will jetzt nicht überkritisch sein, aber... Timo will auch, also ich hatte auch gesagt 2. Du auch 2. Bleib bei 2. Hey, von mir aus winkt die 2 durch, ey. Ja, ne, komm, 2. Also, der holt uns einfach nicht ab. Nee, gar nicht. Wirklich. Also, ja, gut, okay. Also 2 Sterne nur. Relativ schlechte Bewertung für einen sehr, sehr gehypten Tabak. Ich dachte, du sagst, das ist für einen sehr, sehr geilen Tabak. Der ist mega gehypt. Der wird wirklich angekündigt als der Sommertabak 2020. Mhm. Was? Sommer? Ja, okay, wegen Corona oder was? Ja, weil kein Sommer stattfindet. Ja. Ja, Leute, dann nähern wir uns auch schon wieder dem Ende der 97. Shishamstag-Folge. Codewort kommt jetzt wieder, Leute. Haut das Codewort in die Kommentare. Ihr könnt wir jeden Monat 20 Euro Gutschein bei Shisha World gewinnen. Das Codewort für diese Folge ist ein altes Sprichwort, nämlich Hochmut kommt vor dem Fall. Krass betont. Gut, ne? Hochmut richtig, kommt vor dem Fall. Richtig poetisch. Ja, Leute. Da ist so eine versteckte Botschaft noch drin oder so. Wer weiß.
Ja, dann sind wir raus. Freunde, wir wünschen euch einiges. Bleibt sauber und gesund. Bis dahin. Guten Rauch. Bis dann.